heute im Tigerentenclub. Rope Skipping. Coole Stunts mit dem Springseil. Und hier ist eure Tigerentenclub-Crew. Seine Songs bringen euch zum Hüpfen an den Turntables DJ Philipp. Er ist der Meister der Motivation, Günther Kastenfrosch. Und sie müssen heute beweisen, wer von ihnen der oder die Schnellste ist, Johannes oder Muschtar. Hey, wir haben einen Tigerentenclub. Hast du trainiert, Muschtar? Natürlich, die ganze Woche. Ich bin sehr gespannt. Wir treten an in einer Challenge, und zwar im Speed-Jumpen. 30 Sekunden, wer schafft mehr? Günther trainiert uns. Ich mach dich sowas von platt. Wie Marfwart, du willst Marfwart. Ich bin selbstbewusst. Aber wir haben natürlich auch die Profis hier. Sebastian Dick mit seiner Rope-Skipping-Crew im Team. Und die zeigen uns krasse Stunts mit ihren Seilen. So, Leute, dann hüpfen wir uns mal ein. Hier sind meine Frösche. Sie kommen vom Schulzentrum Pamina aus Herxheim. Hier sind für euch Victoria, Eray und Louis. Und meine Siegerenten kommen heute von der Johannes Kettler Gemeinschaftsschule aus Magstadt. Hier sind für euch Rinesa, Linda und Nico. Guten Tag. Hi, hi, hi. So, Leute, guck mal, die Muschtar hat euch schon zu Siegerenten gemacht. Linda, guten Morgen. So, Leute, dann geht's los. Die Jagd auf die Notbremsen kann beginnen. Wir starten mit dem Team. Check. Spiel 1. Jede Notbremse zählt, denn ihr habt zwei Reiter ausgewählt, die am Ende auf der wilden Tigerente sitzen. Und mit jeder Notbremse haltet ihr diese Ente an. Also, jede Notbremse ist wichtig. Der Reiter für die Frösche ist Louis. Louis, was machst du, wenn du nicht gerade so eine Tigerente hier bezwingst? Ich fahre gern Fahrrad und spiele gern Fußball. Hast du einen Lieblingsfußballverein? Ja, Dortmund. Was findest du an Borussia Dortmund so gut? Keine Ahnung. Einfach eine gute Mannschaft, oder? Ja. Und es ist auch uns auch egal, wie gut ihr seid, weil wir sind besser. Ja. Das wollen wir ja erst mal sehen, denn ihr habt Nico noch nicht kennengelernt. Du bist eine richtige Sportskanone, oder? Ja. Auf was für Sportarten stehst du? Fußball. Fußball. Und du spielst wahrscheinlich genauso gut wie dein Lieblingsspieler. Der heißt nämlich? Lionel Messi. Okay. Und so ein Fußballer muss sich ja gesund ernähren. Deswegen ist dein Lieblingsessen? Pizza und Döner. Klingt so richtig gesund. Da macht man so eine Alibi-Gurke mit drauf und dann ist ja auch Salat mit bei. Aber jetzt wird erstmal gezockt. Es geht um Notbremsen. Die brauchen wir heute im Finale, wenn du auf der wilden Ente sitzt. Und deswegen spielen wir jetzt das erste Spiel. Nennt sich Zielpusten. Die Teams bitte nach vorne kommen. Frösche auf diese Seite, Tigerenten auf diese Seite. Es ist einfach. Ihr müsst diese Tischtennisbälle pusten. Also so, weißt du? Bis hier drüben in diese Hufeisen. Für das obere Hufeisen gibt es 3 Punkte, dann gibt es 2 Punkte und 1 Punkt. Ja, das war's auch schon. Hier kommt euer Startkommando. 3, 2, 1, go! Louis fängt an mit seinem Ball. Oh, 2 Punkte für die Frosche. Einer für die Tigerenten bisher. Eray, schnelles Ding. Victoria, lass dir Zeit. Linda gibt alles. Ja. Jawohl! Das ist die Nummer 3 und jetzt kommt Nico und zack, ist das Ding eingelocht. Dann zähle ich mal bei den Fröschen. Ich habe hier 2 Punkte, 4 Punkte und dann hätte ich 5 Punkte. Aha, und bei den Tigerenten haben wir 1 + 2 = 3, + 3 = 6 Punkte. Die erste Notbremse geht an die Tigerenten! Ein Pünktchen war es dann mehr bei den Tigerenten, unser Teamcheck. Wir gucken noch mal rein in die Highlights. Notbremse Nummer 1 ist vergeben. Die Frösche waren ein bisschen schneller, aber es kommt nicht auf Zeit an, sondern auf die Punkte in den Hufeisen. In der Ruhe liegt die Kraft, sage ich immer. Und das gilt auch bei manchen Spielen zumindest im Tigerentenclub. Natürlich werden unsere Teams auch unterstützt. Jedes Team hat einen Lehrer mitgebracht. Hier ist die Lehrerin der Frösche. Hier ist Frau Öste-Senschiller. Guten Tag, oh Gott, das kommt fest. Willkommen hier, ich bin schön, dass Sie da sind. Auch die Tigerenten sind nicht alleine angereist. Ihr habt einen Busfahrer wahrscheinlich, aber viel wichtiger einen Lehrer. Hier ist Herr Ganesha Ratnam. Schön, dass Sie da sind. Danke. Das mit dem Rutschen hat schon mal gut geklappt. Ja. Und als nächstes verraten Sie uns, wohin spenden Sie denn Ihren Gewinn? Das können 600 oder 400 Euro sein. Ja, unser Erlös soll dem Projekt Kinder, Gaza und dem Westjordanland zugutekommen. Mit dem letzten Krieg ist dort die medizinische Versorgung leider nicht gut.
Und da fehlt es an vielen, an medizinischen Geräten, Medizin im Allgemeinen, Ärzte. Und da sollen auch Ärzte von hier rüberfliegen, dort die Kinder entsprechend versorgen und auch die Kollegen vor Ort schulen. Da ist das Geld also bestens aufgehoben. Ja. 400 Euro gibt es auf jeden Fall und für Sie gibt es auf jeden Fall einen kleinen Glücksbringer. Danke. Tolles Projekt der Tigerenten und unser Deal ist, Sie bekommen auch einen Glücksbringer und verraten mir, wohin geht denn unser Geld? Genau, unser Geld geht nach Burkina Faso. Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und das Hammerforum hat dort eine Milchstation eingerichtet in einer Kinderambulanz, wo sich die Kinder zweimal am Tag eine kostenlose Milchnahrung zur Stärkung abholen können. Auch das super Projekt, entweder 400 Euro oder dann 600 Euro, was ich natürlich hoffe. Jetzt sind Sie dran, Sie müssen Gas geben. Wir starten mit dem Lehrer-Duell. Spiel 2. So, im Lehrerduell geht es um diesen goldenen Umschlag. Hier sind Begriffe drin. Wir spielen nämlich Lehrer-Pantomime aus dem Bereich Sport. Es geht los in 3, 2, 1, go! Die Fischfußball. Fischfußball ist richtig. Tischtennis. Eishockey. Tennis. Tennis ist richtig, super. Jonglieren. Jonglieren ist auch richtig, das läuft. Karate ist richtig. Bogenschießen. Nein, wie heißt es? Boccia. Nein. Billard wär's gewesen, es geht weiter. Nächster Begriff. Tischtennis. Das hier wäre übrigens das Fechten gewesen. Ja, also eine ganz besondere Art des Fechtens, so wegsäbeln. Also. Für die Frösche gibt es 4 richtige. Ist schon okay. Ja. So, dann sind jetzt die Tigerenten dran. Hier ist der goldene Umschlag. Auch für Sie Begriffe aus dem Bereich Sport. Liebe Tigerenten, macht euch startklar. Es geht los in 3, 2, 1, go! Springt. Trampolin ist. Ja, Trampolin ist richtig. Basketball. Basketball ist korrekt. Boxen. Jawohl, Boxen stimmt auch. Seilspringen. Seilspringen stimmt auch. Nikomensch. Dart. Ja, Dart ist korrekt. Wahnsinn. Fußball. Fußball ist auch korrekt. Gewichtheben. Jawohl, Gewichtheben. Mensch, Nico. Ich hab gleich keine Karten mehr. Golf. Nee. Minigolf. Nein. Weiter. Hockey wär's gewesen. So. Dann tanzen. Tanzen ist richtig. Frisbee. Nein, das war gerade noch Tischtennis. Macht aber nichts, denn wir haben 8 richtige Begriffe. Nicht schlecht, Leute. Eine frohe Botschaft hätte ich noch. Liebe Tigerenten, eure zweite Notbremse. Yes! Spiel 3. 2 Notbremsen aktuell für die Tigerenten. Victoria hat gesagt, hey, die holen wir Frösche noch auf. Und das finde ich eine gute Einstellung, oder? Auf jeden Fall. Du musst ja positiv nach vorne gucken. Total. Eray tritt an beim Froschhüpfen. Ja. Und du hast einen spannenden Berufswunsch. Magst du mir ihn verraten? Ja, ich will gern Architekt werden. Okay, warum? Weil wir haben unser Haus auch selber gebaut mit meinem Opa. Und ich helfe da eigentlich ganz gern mit. Und ja. Und als Architekt muss man ja auch gut zeichnen können. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, kann ich eigentlich schon. Es muss Spaß machen und ich hoffe, dir macht auch gleich das Froschhüpfen Spaß, ja? Ja. Vorher wollen wir noch deine Gegnerin kennenlernen. Die heißt Linda. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt bist du? 5. 5? Ach, das geht ja noch. Das ist also eine gesunde Aufregung, die gehört dazu. Ja. Und du möchtest später mal mit Tieren arbeiten. Was genau ist dein Berufswunsch? Eine Tierpflegerin, weil ich den Tieren helfen will. Mhm. Hast du ein Lieblingstier? Ein Adler. Warum der Adler? Weil ich es mag, zu fliegen und das ist das perfekte Tier einfach. Okay, dann habe ich keine weiteren Fragen und hoffe, du fliegst hier gleich über unser Feld. Aber vorher zeigen wir euch eine Reihenfolge. Ihr müsst euch 10 Felder merken und sie anschließend nachhüpfen. Gut aufgepasst, ihr zwei. Es wird ganz ruhig im Studio. Hier kommt eure Hüpfreihenfolge. Jetzt seid ihr beiden an der Reihe. Bitte in die Mitte stellen und beim ersten Ton geht's los. Wir drücken euch die Daumen. Yes! Musik.
Schiffen, kein leichtes Spiel. Era, wie ist es gelaufen bei uns? 6-7. 6-7? Oh, ja. Das ist mutig. Da vorne ist dein Ergebnis und alle Frösche zählen mit. 1, 2. Ah, das dritte Feld war falsch. Ich glaube, das vierte war wieder richtig. Also 2 richtige für Era. Oh nein. Passt. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist es bei Linda gelaufen? Also was ich zum Beispiel schon mal total beeindruckend fand, viele hüpfen ja immer so vorwärts und du hattest sogar die Zeit, dich immer noch schnell zu drehen. Du hast immer schnell gedreht und jetzt nach vorne und jetzt zur Seite. Und jetzt ist die Frage, wie viele waren richtig? 5. Wir gucken da drüben. 1, 2, 3, 4, 5. Da sind sie. Oh, es geht noch weiter. 7. Bitte? 8. 9. Oh mein Gott. 10. Das ist krass. Das Linda, das ist ja der Wahnsinn. Da kommt selbst Günther noch mal rein, um dir zu gratulieren. Was hättest du denn gerne dafür? Nichts. Ein Handschlag und eine Notbremse? Ja. Einverstanden? Ja. Diese Notbremse geht an die Tigerenten. Herzlichen Glückwunsch. Zehn richtige Felder. Das ist der Wahnsinn. Für Lena von den Tigern. Gibt es tatsächlich ganz, ganz selten, aber damit auch die verdiente Notbremse. Das Sportgerät hier, kennt ihr alle, ist ein Springseil. Und da kommt man ganz schön aus der Puste, oder? Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay, Muschla trainiert schon ein bisschen für unsere Challenge. Aber der Witz ist, das ist überhaupt nicht langweilig. Damit kann man richtig coole Stunts machen. Man muss nur wissen, wie es geht. Seilspringen ist langweilig? Er beweist das Gegenteil. Einer der besten Ropeskipper Deutschlands. Sebastian Deeg. Mit dem Seilspringen hat er begonnen, da war er gerade einmal 10 Jahre alt. Später wurde er Europameister. Und mit seinem Team sogar Weltmeister. Wie auch ihr mit einem einfachen Springseil und ein bisschen Übung beim Ropeskipping bald für Aufsehen sorgen könnt? Das wird euch Sebastian heute zeigen.
Skipping Crew in Team mit Sebastian. Willkommen Tigerentenclub. Hi. Mit Amir, schön, dass du da bist. Und mit Fabian. Leute, kann ich mit euch quatschen oder seid ihr noch komplett außer Atem? Nee, geht. Wir können gern quatschen. Super krass. Du hast gesehen, hier alle gejubelt, haben gestaunt. Mega krasse Stunts. Was muss man können, um so Seil zu springen? Naja, erstmal eine Menge Training, eine Menge Übung. Ist eine sehr vielseitige Sportart. Koordination, Kondition, Kraft und Ausdauer, die gefördert werden. Und ja, macht eine Menge Spaß. Aber wie lange hast du gebraucht, um diese Spagatnummer da irgendwie hoch und runter? Wie lange dauert es, bis man das kann? Na, das ist unterschiedlich. Man muss sich halt oft schon sehr lange dehnen, bis man da wirklich komplett runterkommt. Und dann braucht man noch mal ein bisschen Kraft und ein bisschen die Technik, um ordentlich hochzukommen. Jetzt ist Rope Skipping ja das englische Wort für Seilspringen einfach. Wie seid ihr drei coolen Typen dazugekommen zu sagen, ey, ich mache jetzt Rope Skipping, ich gehe da rein? Also ich glaube, wir hatten alle drei unterschiedliche Gründe, weshalb wir begonnen haben. Bei mir war es reiner Zufall. Meine Schwester hatte vor mir mit der Sportart begonnen und so bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich komme ursprünglich vom Fußball und hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Die beste Freundin hat gesagt, ich soll es mal ausprobieren. Hat mir am Anfang tatsächlich auch keinen Spaß gemacht, aber durch den Erfolg kam dann der Spaß praktisch. Und bei dir, Fabi? Ja, ich war auch ganz klar der klassische Fußballjunge. Bis die Mama dann das gesehen hat im Verein, hat gesagt, na, den nehme ich mal mit, der macht was anderes. Und mir hat es Spaß gemacht, ich bin dabei geblieben und bis heute noch habe ich einen Riesenspaß daran. Ihr kommt aus Rüsselsheim, der Heimatverein heißt Flying Ropes. Ja, und ihr habt uns Bilder aus dem Training mitgeschaut, die schauen wir uns gleich an. Vorher wollen wir uns aber mit den Seilarten beschäftigen, die es da gibt. Es gibt da viele verschiedene. Günther, bring mal unsere Seilarten rein. Sebastian, was ist das für ein Seil? Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Seil bezeichnen wollen. Ich glaube, das ist eher Deko. Ach, das ist Günthers Seil. Günther ist doch nicht dein Seil, Mensch. Das sind eure Seile. Genau, das sind drei unterschiedliche Seile, die man hier sieht. Hier auf der linken Seite haben wir einmal das normale Plastik-PVC-Freestyle-Seil, wie wir es jetzt eben auch bei der Show benutzt haben. Dann haben wir hier ein sogenanntes Beaded Rope. Der einzige Unterschied zu dem Plastik-PVC-Seil sind die Plastikglieder, die über eine Art Nylonschnur gezogen wird. Was bringt das? Das Seil fliegt ein bisschen stabiler, ist ein bisschen besser sichtbar für die Zuschauer und auch ein bisschen Gewöhnungssache, okay. Ob man jetzt unbedingt eher das Plastik-PVC-Seil nimmt oder eben das sogenannte Beaded Rope oder Wheelseil. Und hier ganz rechts haben wir das Speedseil, das ist ein Draht, rein auf Schnelligkeit ausgelegt. Sieht man, dass hier eine Art Kugellager im Griff verbaut ist, um das Ganze noch ein bisschen leichtgängiger machen zu können. Ganz dünner Draht, sehr schmerzhaft, nicht unbedingt für Beginner. Das wollte ich jetzt fragen. Das heißt, es ist nicht ungefährlich, oder? Also wenn du damit hier Tempo machst und ich laufe da rein. Ja, aber es heißt ungefährlich. Auf jeden Fall schmerzhaft, ja. Man sollte schon ein bisschen schauen, wenn man dieses Seil benutzt, dass man ein bisschen Übung hat und dass man eben drumherum nicht jemanden unbedingt trifft damit. Okay, Anfängerseil wäre dann das hier wahrscheinlich, korrekt, oder? Korrekt, ganz genau. Okay, es gibt verschiedene Disziplinen beim Rope Skipping. Wir wollen uns die mal anschauen. Ihr habt für uns ein paar Videos gemacht und wir starten mit der ersten Disziplin. Das ist die Freestyle-Disziplin. Sebastian, wie funktioniert die? Genau, hier sieht man ganz gut, Freestyle ist die sogenannte Kür bei uns im Rope Skipping. Das heißt, es werden unterschiedliche Tricks alleine, zu zweit oder eben auch zu viert synchron aufgeführt. Ziel ist es natürlich, nicht hängen zu bleiben, keine Fehler zu haben und das Ganze so schön wie möglich auf Musik zu choreografieren. Dann gibt es den Double Dutch. Genau, das, was wir hier jetzt sehen, ist das sogenannte Double Dutch. Da werden die Seile entgegengesetzt geschwungen von zwei Schwingern. Und in der Mitte können bis zu fünf Personen springen. Hier in dem Fall jetzt nur ich. Und tonerische Elemente, tänzerische Elemente, alles kann man da drin eigentlich mit einbauen. Und die dritte Disziplin, Fabian, ist Wheel oder das Wheel. Was funktioniert? Was passiert da? Ja, also beim Wheel ist es ähnlich wie beim Double Dutch. Wir haben auch zwei längere Seile, aber hier auch nur zwei Springer als auch Schwinger gleichzeitig. Die Seile werden abwechselnd nach oben, nach unten geschwungen und hier sind halt die Springer direkt mit den Seilen verbunden, was die ganze Schwierigkeit da so ein bisschen reinbringt in diese Disziplin. Und dann gibt es noch eine Disziplin, da wollen wir auch gleich unsere Challenge machen. Ich gegen Muschta ist die Speed-Disziplin, Sebastian. Da kommt es auf Tempo an. Ganz genau. Wie gerade schon erwähnt, die Profis benutzen die Drahtseile. Speed, wie der Name schon sagt, rein auf Schnelligkeit. Das sieht man jetzt hier ganz schön. Wird im Normalfall 30 Sekunden oder eben 3 Minuten gesprungen. Es gibt Zähler mit entsprechenden Klickern, mit einer Art Zählwerkzeug, die das Ganze dann eben zählen und am Ende einen Wert vergeben. Sehr cooler Sport, sehr spektakulär. Ihr zeigt uns ja auch gleich noch, wie wir auch als Anfänger da ein bisschen starten können. Und ihr zeigt uns richtig coole Stunts. Ihr habt noch einen oder anderen Auftritt vorbereitet. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Wir kommen zum Lattenknaller. Spiel 4. Ich weiß nicht, ich finde, ich habe so das Gefühl, wir hätten mehr trainieren sollen.
Aber Günther hat gesagt, wir sind bestens vorbereitet. Ja, also, okay, aber lang schlafen. Das wird gut. Schon, das wird schon. Okay, keine Angst, keine Sorge, Johannes. Jetzt spielen wir erstmal Lattenknaller und es wird laut im Studio. Ihr müsst den Ball mit eurer Stimme quasi steuern und den Torhüter hoch oder runter schicken. Am Ende gewinnt das Team, das die meisten Tore macht. Die Teams haben eine Minute Zeit. Es geht los in 3, 2, 1, go! Oh. Schöne Parade von den Tigerenten. Und da fällt das erste Tor für die Tigerenten. Bereits in der 8. Sekunde. Und 45 Sekunden Spielzeit haben wir noch übrig. So, beide Teams haben sich jetzt eingegroovt und die Frösche kommen ran oben hin. Wird aber auch Zeit, Johannes, denn wenn ich mir die Notbremse so anschaue, wird es langsam Zeit für euch. Oh, das war knapp, der wäre fast reingegangen. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 23 Sekunden. Kommt, Frösche, ein Schön! Oh, jetzt nur noch 20. Oh. Achtung, gut gehalten. Kommt schon, Frösche, einmal ein bisschen schön getroffen. 10 Sekunden noch. Vorsicht. Jawohl! Das ist der Ausgleich. 3, 2, 1 und nein! Nein, das gibt's doch überhaupt nicht. In der allerletzten Sekunde. Oh, ich bin schon so ins Bild gelaufen, dann so, nein. Nee, jetzt kannst du wieder so aus dem Bild rausgehen, denn diese Notbremse geht an die Tigerenten! Mann, ey. Das ist unsere 4. Notbremse, aber jetzt kommt eure nächste Chance, Johannes. Nicht aufgeben. Nee, jetzt wird gesungen, jetzt wird getanzt. Wir kommen zum Clubstar. Daumen drücken für die Frösche. Und für die Tigerenten. Okay. Spiel 5. Na gut, wenn die Stimmbänder schon mal warm sind, können wir auch singen und tanzen. Gesang bewertet der Computer bei der Performance. Da fragen wir unseren DJ Philipp, was er dazu sagt. Hallihallo. Hallo. Wir starten mit Victoria. Die hat sich das Lied ausgesucht, Je ne parle pas français von Namika. Ja. Ist das Hip-Hop, ist das Pop, Philipp, was ist das? Tja, das ist halt so das Beste aus allem, wie es Namika immer macht. Die hat einfach immer so gute Laune-Hits und da gibt es auch wieder so das Beste aus Hip-Hop, Soul, Pop. Ja, also ist aber eine langsamere Nummer, so ein bisschen gemütlicher. Deshalb muss man da auch so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie voll die krasse Performance abfährt, sondern dass man den Song irgendwie so ein bisschen begleitet. Oh, und das wollen wir jetzt hier auf unserer Bühne sehen. Ich weiß, Sie sind bestens vorbereitet. Hier ist Victoria. Victoria turnt und tanzt total gerne. Mitgebracht hat sie ihre Dance Crew. Jetzt steht sie auf unserer Bühne. Victoria, sei unser Clubstar. Ich hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich geh. Steh mit meinem kleinen Koffer hier für Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, kehrst geuschaché, ich sag Pan. Oh, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest mal weiter, find's irgendwie charmant. Und eine 2000 Kaffee mit Stift auf deiner Hand. Schöne Parfumfrosse, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Schöne Parfumfrosse, aber bitte red weiter. Yeah! Yeah! Und ich hätte so gerne gesagt, bitte sing weiter. Toller Auftritt, Victoria. Super getanzt, Leute. Kommt mal auf meine rechte Seite. Ich hatte das Gefühl, es hat dir so Spaß gemacht. War das so? Du hast so gestrahlt. Warst du nervös? Nö. Nee, pass auf, ich verrate dir deine Punkte. Der Computer gibt Victoria 3 Punkte. Fetter Applaus für sie. Du kannst singen, das hast du bewiesen. Du kannst performen, da war ja viele Gestik dabei. Und so. Du hast richtig Gas gegeben. Aber in deiner Freizeit tanzt du auch gerne. Mhm. Was machst du da? Also ich tanze Disco Fox manchmal mit meiner Mutter und mit meinem Papa. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Freunden sind, dann machen die Musik an, dann tanze ich sowas. Einfach Disco Fox und Papa und Mama? Ja. Und du bist sehr sportlich, du turnst. Was machst du in deinem Turnverein? Also zum Beispiel am Boden, ich turne so Flickflack und Rückwärtssalto. Am Balken, da turne ich so mit Heben, halt so ein Mani. Ein bisschen Flickflack mit offenen Beinen. Okay. Und dann gibt es noch den Stufenbachen, das sind 2 Stufen. Und dann springe ich halt von der kleineren Stange auf die obere Stange drauf und mache dann ein Abgrätschen runter. Ich sag dir was, das beeindruckt mich sehr, wenn man so gut turnen kann. Wollen wir deinen Turnverein grüßen? Ja. Komm, hier ist deine Kamera, bitte Turnverein grüßen.
den TV Offenbach, bitte. Hallo TV Offenbach, guten Tag. Dann freuen wir uns jetzt als nächstes auf den Auftritt der Tigerenten. Wir hören Rinesa mit dem Song Ciao, Adios von Anne-Marie. DJ Philipp, was für Musik ist das? Also die Anne-Marie ist ja gerade komplett angesagt. Die macht alles, was irgendwie cool ist. Und jetzt hat sie sich an den Reggaeton-Beat gemacht und hat da so eine richtig coole, danceige Nummer draus gemacht. Die ist so wirklich groovig, aber auch extrem, extrem schwer zu singen. Das möchte ich nur mal anmerken. Aber für die Performance erwarte ich mir natürlich einfach volle Power. Ich hab Bock drauf. Also hohe Erwartungen von DJ Philipp. Ich bin mir sicher, sie kann sie erfüllen. Hier ist für euch Rinesa. Woher ihr Name kommt und was er bedeutet, verraten wir euch gleich. Jetzt freuen wir uns auf deinen Auftritt. Rinesa, sei unser Clubstar. As you want, as you twist now, there's lipstick on your color. You said she's just a friend now, then why don't we call her? So you wanna go home with someone to do all the things you used to do to me? I swear I know you do. Just to take me out in your fancy car and make out in the rain. And when I ring you up, don't know where you are, cause I hate her saying your name. Just to sing along when you play guitar, this is a distant memory. Hope she treats you better than you treated me. I'm onto you, yeah you. I'm not your number one. I saw you with her, kissing and having fun. If you give it all like your money and time, I'm gonna stay with it, it's demand on you, yeah you. Ciao, adios, I'm done. Ciao, adios, I'm done. Ciao, adios, I'm done. Rinesa und ihre Dance-Crew. Super, kommt mal mit an meine Seite. Das hast du toll gemacht, Rinesa. Soll ich dir mal sagen, wie viele Punkte das war, gerade waren? Ja. Ja? War es vielleicht einer? Nein. Nein. Waren es zwei? Nein. Waren es drei? Nein, es waren vier! Cool. Super gemacht. Großer Applaus für Rinesa. Bist du erleichtert? Mhm. Sehr schön. Du hast einen sehr schönen Namen. Woher kommt der eigentlich? Also ich weiß es eigentlich nicht, aber das ist ein albanischer Name. Ja, also kommt er aus Albanien? Ja. Weißt du, was er bedeutet? Mhm. Soll ich es dir verraten? Ja. Ich habe extra nachgeguckt. Es heißt die Jugendliche. Findest du, das passt zu dir? Ja. Ja? Bist du so ein jugendlicher, spritziger, gut gelaunter Typ? Ja. Was möchtest du denn später mal werden? Ich möchte eine Sängerin werden. Aha, und wer ist dein großes Vorbild? Eine albanische Sängerin, die heißt Kida. Warum ist sie so toll? Sie hat eine wunderschöne Stimme und weil ich halt immer früher mit meiner besten Freundin Alisa halt immer vor Klassen gesungen habe und das hat mir halt immer Spaß gemacht und ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei und drück die Daumen. Die schöne Stimme bringst du ja schon mal mit. Und ich bin gespannt, ob wir dich irgendwann hier als Sängerin begrüßen dürfen. Aber jetzt fragen wir mal DJ Philipp, was er zu euren Auftritten sagt. Und wollen natürlich Punkte, Punkte, Punkte. Ja, 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 die kriegt ihr sofort. Aber jetzt erstmal, ihr hattet so unterschiedliche Songs, da musst du mal was ganz Unterschiedliches auf die Bühne bringen. Und das habt ihr geschafft. Ich fange bei euch an, Rinesa und den Tigerenten. Mann, da war wirklich so viel Power dabei. Ihr habt die ganze Bühne genutzt. Ihr seid vor Rinesa, hinter Rinesa gewesen. Rinesa hat vorne irgendwie immer die Coole gemacht. Das war super perfekt. Punkte gibt's gleich. Victoria bei euch, ihr hattet die ganz, ganz andere Nummer. Komplettes Kontrastprogramm. Ihr musstet ganz, ganz leichte Performance irgendwie gestalten. Deine Tänzer und Tänzerinnen im Hintergrund haben das so lieb gemacht. Ja, es war wenig Aufmerksamkeit auf die Tänzer, sondern immer auf dich. Und du hast es so solide gemacht. Du hast so wunderschöne Ausstrahlung. Du hast einfach so eine Performance dort vorne abgeliefert. Du hast geschaffelt im Refrain. Und dann warst du einfach jemand auf der Bühne, den man sich gerne anschaut. Ja, also du hast einfach gestrahlt. Das fand ich so toll. Deshalb gibt es nichts zu beanstanden bei beiden von euch. Deshalb muss ich jeweils 5 Punkte geben für beide Teams. Wow. Da freuen wir uns drüber. Das bedeutet, bei den Fröschen sind es 8 Punkte. Bei den Tigerenten sind es, ich war nicht so gut in Mathe, aber das kriege ich noch hin, 9 Punkte. Notbremse für die Tigerenten! Gut gemacht! Wir schauen noch mal rein in beide Auftritte. Die 5. Notbremse ist das für die Tigerenten. Und Sie sehen, wir den Shuffle von Victoria. 5 Punkte gab es da für den Auftritt. Ihr Lied, Je ne parle pas français von Namika. Und hier der Auftritt der Tigerenten. Auch hier 5 Punkte von DJ Philipp für diese coolen Show-Einlagen. Bei
Bei uns ist heute der Rope-Skipping-Champion Sebastian zu Gast und wir freuen uns jetzt auf seine Solo-Performance. Und Günther, wir machen lieber mal Platz, okay? Ja, okay. Viel Spaß, bis gleich. Do you wanna dance? Sebastian, das sieht so mega cool aus. Also da braucht man wahrscheinlich eine Weile, bis das dann so aussieht, oder? Ja, schon ein bisschen Training notwendig. Wie lange hast du trainiert? Ich bin jetzt seit 23 Jahren dabei. Uiuiui, also so viel Zeit haben wir jetzt hier gerade nicht, aber wir hätten da trotzdem eine Tigerente und einen Frosch. Katharina und Leon, die wollen das gerne mal ausprobieren. Kommt doch mal zu mir, wo seid ihr? Und natürlich Arnie und Fabian, die uns unterstützen. Wir machen einen kleinen Workshop und vorher möchte ich natürlich von euch beiden wissen, Leon, hast du schon mal ausprobiert mit dem Seil? Ja, bei einem Freund. Und, wie ist es gelaufen? Ganz gut. Würdest du dich so als Anfänger einstufen oder schon so als halben Profi? Als Anfänger. Okay, Katharina, wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe in der Schule mit meiner Freundin sehr viel Seilspringen in der Pause geübt, also weiß ich, dass ich es kann. Und wenn man schon mal so Profis hier hat, dann will man natürlich auch was lernen, oder? Mhm. Sieht schon beeindruckend aus, was die drei können. Ja. Finde ich auch. Dann verklär uns doch mal für Einsteiger das Rope-Skipping, womit fängt man an? Genau, also als erstes schaut man mal, dass die Seillänge einigermaßen passt. Das macht man am besten, indem man sich unten in die Mitte des Seils stellt. Und als Anfänger sagt man immer so, dass das Seil Ende bis unter die Achselhöhle ungefähr geht. Okay. Lieber ein bisschen länger am Anfang wählen. Und den ersten Sprung, den wir jetzt gemeinsam machen, ist der Basic Jump. Das heißt der einfache Grundsprung. Das zeigt uns der Armin und der Fabian kurz. Mhm. Worauf kommt es da an? Ellenbogen am Körper, kleine Bewegungen aus den Handgelenken, nur wenige Zentimeter hochspringen, Beine zusammenlassen. Ja, und das war es im Prinzip schon. Alles klar, dann könnt ihr zwei loslegen und wir schauen mal, wie es läuft. Und ihr genau. Zu Hause könnt natürlich auch mitmachen. Schnappt euch ein Seil, stellt euch ins Wohnzimmer, Kinderzimmer, wohin auch immer, aber schaut vielleicht, dass kein Porzellan in der Nähe ist. Katharina, Leon, los geht's. Einfach mal versuchen. Sehr schön. Genau, Ellenbogen schön am Körper lassen. Kannst ruhig ein bisschen niedriger springen, du springst schon fast zu hoch. Was sind so klassische Anfängerfehler? Klassische Anfängerfehler sind, dass man erstmal viel zu hoch springt, dass die Arme viel zu weit auseinander sind, dass man auf den ganzen Fuß springt. Man springt lediglich auf den Vorderfuß. Das sind so die typischen Anfängerfehler. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus bei den zwei. Finde ich auch. Super, das heißt, die Basic-Übung, die habt ihr schon mal bestanden, ihr absolut. Zwei. Was folgt als nächstes, Sebastian? Wir würden jetzt als nächstes einen Armsprung machen. Das heißt, Crisscross kreuzen, das zeigt uns auch Armin und Fabian nochmal kurz. Okay. Ganz normaler Grundsprung wieder und man verkreuzt die Arme vor dem Körper, ungefähr auf Höhe des Bauchnabels. Und durch die Schlaufe, die durch das Kreuzen der Arme entsteht, springe ich dann über das Seil. Alles klar, ihr könnt es mal ausprobieren. Leon und Katharina, los geht's. Genau, die Arme nicht so hochziehen, die Arme schön vom Körper lassen, ungefähr auf Bauchnabelhöhe besser. Das ist schon eine Nummer schwieriger, wie auf wir jeden sehen Fall, können. Ja, da ist schon ein bisschen Koordination gefragt, weil eben die Arme jetzt auch noch involviert werden und nicht nur die Beine das einfache Springen. Aber bei Katharina sieht das schon ganz gut aus. Das sieht schon sehr, sehr gut aus, oder? Bei Katharina. Ja, sie kann sogar schon im Kreuzen bleiben. Das ist schon wow. Das nächste Level sozusagen. Nee, sieht sehr, sehr gut aus. Also ganz großen Applaus einmal für unsere Lehrer natürlich, aber vor allem für Katharina und Leon. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ja. Ihr könnt nachher noch ein bisschen weiter trainieren, aber jetzt lassen wir nachher mal wieder die Profis erstmal gleich ran, oder? Ja. Wisst ihr, was das Tolle ist? Man kann das nicht nur zu Hause machen, sondern übrigens auch im Verein. Und wie das Training da aussieht, haben wir uns mal angeschaut bei den Junioren der Flying Ropes in Rüsselsheim. Montags 5:30 ist Trainingszeit. Für Elisa, Florina und die anderen Girls der Flying Ropes aus Rüsselsheim. Los geht's mit Warmmachen. Heute mit einem schnellen Ballspiel, kombiniert mit Übungen für die Bauchmuskeln und für die Beine. Warm-up ist eigentlich immer sehr lustig, weil wir auch oft Spiele spielen. Das ist generell, es macht warm, aber es ist trotzdem lustig, deswegen mache ich es eigentlich sehr gerne. Weiter geht's mit einer Runde Dehnen. Das sieht nicht ganz so spannend aus, ist beim Rope-Skipping aber super wichtig.
Gerade bei unserem Sport, der sehr anspruchsvoll ist, muss man die Muskeln gut dehnen, damit man warm wird. Weil wenn man ungedehnt springt, kann man sich sehr schnell Muskeln reißen, was dann halt wehtut. Und dieses Seil soll nun auch den letzten Muskel wecken. Speedjumpen ist nicht nur eine eigene Disziplin beim Ropeskipping, sondern auch Bestandteil von jedem Training. Neben Ausdauer und Schnelligkeit wird hier aber noch was ganz anderes trainiert. Auf jeden Fall die Unterarme bzw. generell die Arme und eben auch die Füße. Und man wird dadurch auch noch mal ganz schön krass warm, wie man sieht. Und nun wird's spannend. Auf dem Trainingsplan steht heute Double Dutch. Für ihre nächste Kür wollen die Mädels an ihren akrobatischen Elementen feilen. Und das ist gar nicht so einfach. Denn nur wenn sie als Team gut funktionieren, sieht das Rope-Skipping am Ende auch richtig cool aus. Also wir müssen gucken, dass wir immer wissen, was als nächstes kommt und wir auch beide gleichzeitig die Sachen machen. Weil wenn wir eine Sache unterschiedlich machen, klatschen die Seile aneinander und es klappt wieder nicht. Doch auch beim Rope-Skipping machen Übung und Geduld den Meister. Damit die Kühe schnell sitzt, haben die Mädchen ein paar Tricks auf Lager. Ganz wichtig ist es vorher, am besten erstmal den Part auf dem Boden ohne Seile durchzugehen, dass man vom Kopf her weiß, okay, nach der Liegestütz kommt der Handstand. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, klappt das eigentlich meistens dann nach einer Zeit. Trainiert wird bei den Flying Ropes zweimal die Woche. Je länger man dabei ist, umso schneller lernt man neue Tricks. Doch das ist nicht das Beste am Training im Verein. Sich hier zu bewegen und gemeinsam Zeit zu verbringen, ist einfach für mich das Schönste. Und dass wir uns alle gut verstehen, dass es wie eine große Familie ist einfach. Rope Skipping. Wer das trainiert, lernt coole Stunts, wird super fit und findet im besten Fall viele neue Freunde. Und Freunde finden ist doch was Schönes. Also sucht euch einen Verein, wenn ihr Lust habt. Aber natürlich ist das eine Sportart, die kann man total easy auch zu Hause machen. Wenn ihr dazu ein Training oder ein paar Übungen braucht, geht doch mal auf tigerentlo.de, denn da hat Sebastian euch ein bisschen was zusammengestellt. Und heute gibt es ja auch noch einen kleinen Battle. Johannes okay. Ist immer noch am Trainieren. Der hat ja, Günther probiert es die ganze Zeit. Guck mal, und? Wir probieren es schon. Also, ach, verdammt. Ist das schon einigermaßen okay, Leute? Ja, also die drei sind ja Schiedsrichter. Wir machen noch ein bisschen weiter, Üb lieber noch mal ein bisschen. Und hier sind jetzt wieder die Tigerenten und Frösche gefragt. Ich freue mich auf den Battle mit Johannes. Wir machen weiter mit dem Wiss. Quiz. Spiel 6. Natürlich gibt es auch beim Wiss-Quiz Fragen zum Rope-Skipping. So viel kann gespoilert werden. Ansonsten sind die Regeln klar. Die Frösche werfen auf die Froschfelder, Tigerenten auf die Tigerentenfelder. Es gibt 10, 20, 30 Punkte für eine richtige Antwort. Und ihr habt auch noch zwei Joker. Einen Lehrer-Joker pro Mannschaft dürft ihr ziehen. Und es gibt den Besserwisser-Joker. Das heißt, wenn ihr als Team etwas einloggt und eure Klassenkameraden sagen, nee, das ist auf jeden Fall falsch, dürft ihr nach vorne rennen, nachdem wir eingeloggt haben und auf den Buzzer hauen und uns die richtige Antwort nennen. Aktuell steht es 5:0 für die Team. Ja, ja. Das heißt, die Frösche dürfen anfangen. Also, ich will keinen Druck machen, aber wir brauchen eine Notbremse, okay? Ja. Erster Wurf von Erei, bitteschön. Geht doch locker lässig auf das 30-Punkte-Feld. Und wie versprochen, geht es bei der Frage um Rope-Skipping. Und wir brauchen Sebastian dazu, der uns jetzt einen Sprung zeigt. Das war der Sprung von Sebastian. Und die Frage ist, wie heißt dieser Sprung? Mixer, Shaker oder C, Kamikaze? Oh, ich glaube, wir sagen C. Kamikaze? Ja. Wie kommt ihr auf Kamikaze, Victoria? Also, mir doch der. Also, wenn, weil Mixer ist was, also ich finde, das ist was anderes als Kamikaze, weil Kamikaze hat sich ein längeres Wort, weil der ist ja auf der Liegestütze dann noch rumgehüpft, also so wie ich es gesehen habe. Okay, weil es länger gedauert hat und das Wort länger ist. Und Mixer dreht sich ja auch und so. Ja, und ein Shaker ist ja auch so. Bist du ja. Okay, dann loggen wir ein C. Und fragen doch den Experten Sebastian, löst die Antwort die Frage bitte auf. Die richtige Antwort ist Antwort C, Kamikaze, richtig. Sehr gut, 30 Punkte für die Frösche. Ja. Weiter geht's mit Nico, unser Werfer der Tigerenten. Jawohl. Jetzt kommen Hüpfbilder und es geht um einen Rekord. In China ist Rope Skipping in den verrücktesten Formen sehr beliebt. Hier springen 600 Schülerinnen und Schüler simultan. Und das ist die Frage. Welche Seildisziplinen springen diese Schüler?
Hier kommt nochmal eure Frage, Tigerenten. In welcher Disziplin wurde der Rekord aufgestellt? A. Double Dutch, B. Wheel oder C. Double Under? Was denkt ihr? Ich glaube, das ist Wheel. Oder. Ich denke Double Hand. Oder Double Under. Double Under, weil das ist ja von unten sozusagen. Oder? Gesucht ist eine Disziplin C, im oder? Rope Skipping. Ja, dann sag, oder? C, oder? Ja. C, wir loggen C ein. Gut, dann loggen wir das ein. C, Double Under und fragen natürlich unsere Experten im Studio, ob das richtig ist. Die Antwort ist leider falsch. Die richtige Antwort wäre Double Dutch, da die Seile entgegengesetzt geschwungen werden. Ah, die Seile werden also entgegengesetzt geschwungen und deswegen ist es der Double Dutch. Leider keine Punkte. Das heißt, die Frösche können den Vorsprung ausbauen. Konzentration, du hast keinen Stress. Ja! Gott sei Dank. Also, 30 Punkte gibt's für eine richtige Antwort. Wir lernen eine neue Sportart kennen jetzt und zwar geht es um eine Läuferin. Lorena Ramirez ist in Mexiko eine Berühmtheit, denn sie läuft allen davon. Sie ist schon bei internationalen Wettkämpfen angetreten und hat dabei viele Medaillen gesammelt. Das ist ihr Training. In ihrem Dorf folgt sie ihren Tieren über Stock und Stein, immer in dünnen Gummisandalen. Beim Marathon in Mexiko-Stadt tritt sie zum ersten Mal auf Asphalt an. Zum Sieg reicht es nicht, aber sie bringt die ganze Distanz recht locker hinter sich. Und das ist die Frage, wie lang ist die Marathonstrecke? Wie lang ist die Marathonstrecke? Oh. 21 Kilometer, sind es 30 Kilometer oder sind es sogar 42 Kilometer? Also wenn sie ja über den Berg läuft, dann sind es ja schon hinten, also dauert es ja umso länger, wenn man da ist. Ich glaube, es sind 30, oder? Weil A ist etwas, A ist, ja, B, A, B, B. Bei A ist etwas zu wenig, C ist zu viel, also B, oder? Wir loggen B ein. B. B? B. Mhm. Kein Lehrer-Joker? Nix? Nee. B. B. Dann loggen wir 30 Kilometer ein. Bestimmt 12. Also, die schnellsten Läufer, die brauchen so um die 2 Stunden. Gibt sogar einen, der ist ein bisschen unter 2 Stunden gelaufen. Und diese Antwort ist leider falsch. 42 Kilometer wären es gewesen. Egal. Ab. Das ist unsere Chance, Nico. Einmal tief durchatmen und werfen, bitte. Jawohl. Wir bleiben sportlich und diesmal geht's nach Japan. In Japan sind diese Athleten Stars. Auch wenn sie nicht auf den ersten Blick so aussehen, die dicken Männer sind durchtrainiert und sehr beweglich. Es geht darum, den Gegner von den Füßen zu holen. Oder ihn aus dem Ring zu drängen. Der Sport existiert schon seit mehr als 1000 Jahren. Und das ist die Frage. Wie heißt diese Art des Ringkampfes? Ihr habt gerade die japanische Ringkampf-Variante gesehen und ich möchte wissen, wie heißt die? A. Duo, B. Sumo oder C. Pogo? Sumo. B. B. Sumo? Ja. Was ist Duo? Zu zweit. Was ist Pogo? Keine Ahnung. Ich habe schon mal irgendwas gehört, dass es Sumo-Ringer gibt. Ah, okay. Also einloggen? Ja. Ja. Ihr seid euch B. alle einig, sehr schön. Wir loggen ein B. Sumo und... Duo-Ringen könnte passen, sind ja auch 2 Ringer, ist es aber nicht. Pogo-Ringen, da würde es, glaube ich, etwas wilder zugehen. Sumo ist tatsächlich richtig. Ja! Yeah! 30 Punkte für die Tigerenten. Ui! Christian, die Zeit ist schon vorbei. Ja, wir haben 30 dann, Punkte für die Tigerenten, 30 für die Frösche. 2 Notbremsen! Gut gemacht, Leute, die erste Notbremse für die Frösche. So, also Johannes und ich kommen schon langsam ins Schwitzen. Oh Mann, oh Günther Mann, hat fleißig oh Mann, mit uns oh trainiert, Mann. Aber jetzt ist es soweit. Der Battle, Johannes gegen Muschta. Boom. Speed Jump Battle. Ja. Sebastian, erklär ganz kurz die Regeln. Wie läuft's ab? Genau, also ihr werdet gleich 30 Sekunden so schnell wie möglich springen. Fabian und ich werden eure Sprünge zählen. Dankeschön. Und dann schauen wir, wer gewinnt. Und es ist egal, was ich mit den Füßen mache, einfach nur springen, oder? Also idealerweise vom rechten auf den linken Fuß, sogenannter Speedstep oder Joggingstep.
Ach so, das ist der Speedstep, der ja, ist gar genau. nicht so. Nee, besser wäre abwechselnd. Rechts, links, rechts. Jetzt wird es auch noch richtig kompliziert. Das hat Günther uns aber nicht gesagt beim Training. Okay, wir machen das gut. Wir machen das gut. Ja, alles wird gut. Liebe Tigern und Frösche, ihr feuert uns hoffentlich kräftig an, oder? Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr ja. Team Johannes oder Team Muster seid. Feuert uns beide an. Okay, ich bin bereit. Du auch? Ja, komm. Bringen wir es hinter uns. Ja. Und wir zählen zusammen an. 3, 2, 1. Oh. Oh. Komm. Ah! Oh. Wie viel Zeit? Ja! Hey. Warte, warte, warte! Warte! Komm schon, Muster! Oh. Komm her! Vorbei! Zwei schaff ich noch! Super! Eins, zwei, drei. Tschüss, vorbei! Ah, so. Jetzt okay. bin ich gespannt. Es war ein... Danke. Knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ehrlich? Super knapp. Wir haben 20 Sprünge bei dir gezählt. Und gar nicht so viel. Hm. 27 bei dir. Yes! Danke fürs Trainieren, Günther. Gutes Trainer, Jungs. Yes. Ich hab's geschafft. 7 Sprünge mehr. Und wenn man uns beide jetzt mal zusammennimmt, sind das 47 und das, da sehen wir es nochmal übrigens, unsere ganz Meisterleistung. Kurz der ästhetische Höhepunkt der Sendung, so geht Rope Skipping, liebe Grüße nach Rüsselsheim. 47 Sprünge haben wir gerade gemeinsam geschafft und das kommt nicht mal annähernd an den Weltrekord ran, oder? Nein, nicht ganz. Der aktuelle Weltrekord sind 112 Sprünge in 30 Sekunden, wobei bei uns nur der rechte Fuß gezählt wird. Ah. Das heißt, es sind im Prinzip 224 Sprünge. Aber zeig doch mal, wie es richtig abgeht. Das zeigt uns jetzt kurz der Arm hier. Okay, jetzt seht ihr, wie es wirklich geht. Arm ist bereit. Es geht los. In 3, 2, 1, go! Go, Arm! 30 Sekunden hat er natürlich auch gemacht. Man sieht das Seil überhaupt nicht. Er hat schon lange 20 geschafft. Ey, der tut doch nur so. Ich sehe auch kein Seil. Halbzeit, 15 Sekunden. Wie viel hat er schon? Wie viel hat er schon, Fabian? 50. 50! Oh oh. Und die letzten 5 Sekunden, Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Und? Das waren jetzt 80. Genau, 80, also 160 richtig Durchsprünge. Richtig krass. Oh Gott, wir haben so abgelost. Wie viel hatten wir nochmal? Ich hatte 70, glaube ich. Ja, ich hatte auch so 85, glaube ich. Boah, also wirklich ganz großen Respekt. Das ist krasser Sport. Super. Das sieht so lässig aus bei euch. Dafür, dass es eigentlich ultra anstrengend ist. Ja. Leute, das ist mega, mega cool, was ihr macht. Und wir wollen noch mehr von euch sehen. Ja, wir haben am Anfang die erste Show gesehen und ich würde sagen, können wir noch ein bisschen krasse Stunts auch sehen. Dann darf ich euch drei bitten, schon mal rüber Richtung Kugel zu laufen. Und wir freuen uns jetzt auf den nächsten Auftritt von den drei Jungs. Sebastian, Fabian und Amir von der Rope Skipping Crew im Team. Viel Spaß. Hallelujah.
Team im Tigereinklub. Vielen, vielen Dank für den tollen Auftritt. Und wenn ihr zu Hause Bock bekommen habt, zu sagen, hey, ich will das auch mal ausprobieren, danke, wir verlosen 3 Rope-Skipping-Seile für euch. Wir alle unterschreiben für euch und die ganzen gibt's auf tigerentenclub.de. Vielen, vielen Dank. Es war so cool mit euch. Ihr dürft jetzt mal kurz Luft holen und müsst nichts sagen. Wir sehen euch gleich im großen Finale. Dann haben wir noch ein kleines Geschenk für euch. Ja. Aber jetzt sind sie fällig. Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, ihr habt die ganze Zeit gechillt. Und jetzt ist Schluss. Ja, jetzt ist Schluss. Wir kommen zum Lehrer. Check! Spiel 7. Der Schaum steht einem bis zum Po und ein Lehrer oder eine Lehrerin werden gleich nass gemacht. Das ist das Ziel bei uns im Tigerentenclub. Wir starten mit dem Lehrercheck. Frage 1 für Sie, Frau Östücencela. Es geht um 10 Punkte. Wie heißt das Kindernachrichtenmagazin bei Kika? Nennt man das A Logo? Nennt man das A Claro oder C Check? Also A Claro, B Logo oder C Check? Das weiß ich, das habe ich früher selbst gesehen. Das ist B Logo. Dann loggen wir das ein. Und die Frösche schon so, ja, ja, stimmt, richtig, 10 Punkte. Jetzt geht's um 10 Punkte für die Tigerenten. Herr Ganesha Ratnam, hier ist Ihre erste Frage. Welchen Traumberuf hat Judy Hopps aus dem Film Zoomania? Möchte sie unbedingt Polizistin werden oder vielleicht Feuerwehrfrau oder doch Ärztin? Puh, da müsste ich jetzt raten. Ich sag mal C, Ärztin. Das loggen wir ein und die Tigerenten rufen nein, nein. Wie lautet die richtige Antwort? A, Polizistin möchte sie werden. Leider keine Punkte. Ah, schade. Zweite Runde. Es geht um 20 Punkte. Nächste Frage für die Frösche. Welche Tanzbewegung verbreitete sich 2018 rasend schnell über das Internet? Der Floss Dance, das wäre A. Der Crosswalk wäre B. Oder C. Der Boss Move. Oh nein, Sie gucken wie ein Bus. Haben Sie keine Ahnung? Ich muss jetzt ein bisschen raten. Und die Frösche dürfen Ihnen nicht helfen. Ja, hast du was gesehen? Hast du was gesehen? Ah, der Blick ging nach unten. Bitte nicht helfen. Ich nehme jetzt einfach mal A, Floss Dance. Okay, dann nehmen wir einfach mal A, loggen das ein und ich sage einfach mal, das ist richtig, 20 Punkte. Weiter geht's mit den Tigerenten. Ich habe natürlich noch eine 20-Punkte-Frage für Sie. Herr Ganesha Ratnam, bitte verraten Sie mir. Welche Videospielfigur war in den Kinos als Meisterdetektiv zu sehen? War das A, Mario, B, Sonic oder C, Pikachu? Mario? Loggen wir ein mit Fragezeichen. Scheint geraten zu sein. Aber schön, dass Sie noch lachen können. Es ist trotzdem leider falsch. Pikachu wär's gewesen. So, Frau Östücencela, wenn wir jetzt die Antwort richtig haben, wissen, was das bedeutet? Dann wäre Feierabend. Dann kriegen wir die Notbremse, weil es um 30 Punkte geht. Okay, also, das war ja ein sehr motiviertes Okay. Yeah, hier ist die dritte Frage. Wie nennt man die Mitglieder in einer K-Pop-Band? Sind das A, Idols, B, Heroes oder C, Masters? Kennen Sie K-Pop? Ja, es sagt mir was, aber so eine genaue Vorstellung habe ich nicht. Und ich muss jetzt wirklich raten, ich nehme jetzt einfach mal A, Idols. Das loggen wir ein, A, Idols. Das wären 30 Punkte für die Frösche. Und das sind 30 Punkte für die Frösche. Sehr gut. Und du hast es gerade schon vorgerechnet. Ja. Wir können tatsächlich nicht mehr aufholen. Aber liebe Frösche, ich gönn's euch tatsächlich. Lieber Johannes. Wir bekommen eine Notbremse. Na Gott sei Dank, es geht doch. Das bedeutet 2 Notbremsen für die Frösche. Aber die Tigerenten waren richtig stark heute. Die haben 6 Notbremsen auf dem Konto. Aber es kann sich noch alles entscheiden auf der Tigerente im großen Finale. Spiel 8. Nico sitzt hier total lässig und denkt sich, ach, die 7. Notbremse hätte ich eh nicht gebraucht. Die gönnen wir den Fröschen. Stimmt's? Ja. Wie ist so die Stimmung hier gerade bei dir? Bist du tiefenentspannt oder maximal aufgeregt? Maximal aufgeregt. Echt? Aber dafür sitzt du hier tiefenentspannt. Man sieht es dir nicht an. Wen möchtest du noch grüßen? Ich grüße meine Familie
und mein Cousin. Die drücken dir gerade maximal die Daumen, also genau 2. Und das mache ich auch. Viel Erfolg, Nico. Louis sieht auch ganz entspannt aus und hat gesagt, hey, ich will auch noch jemanden grüßen. Wen denn? Meine Familie und meinen Fußballverein SV Viktoria Haxel. Sehr gut, sitzen zu Hause, feuern dich an. Für euch beide nochmal die Regeln erklärt. Bitte auf keinen Fall mit beiden Händen festhalten. Ihr setzt die Notbremsen ein und wenn da oben das rote Lämpchen angeht, dann hat sich irgendeiner festgehalten, dann ist unser Finale vorbei. Leute, ihr macht richtig Stimmung. Es geht los in 3, 2, 1, go! Anfeuern! Louis, Louis, Louis! Eieiei, 2 Notbremsen für die Frösche, 6 für die Tiger. Uiuiui, ist das aufregend. Anfeuern, Frösche! Komm, komm, komm! Nico gönnt sich eine erste Notbremse. Dadurch hat er jetzt noch 5 übrig. Die Frösche müssen natürlich ein bisschen was riskieren. Sie müssen die Notbremse aufholen. Das war schon die zweite Notbremse bei den Tigerenten. 4 haben wir aber noch. Und die Frösche haben noch eine Notbremse. Nico, festhalten! Festhalten, nicht mit beiden. Noch 2 Notbremsen, ganz Nico. Schön zappeln. Oh, das ist geschafft! Louis, du hast alles gegeben. Überhaupt nicht schlimm. Louis, komm nach vorne. Ich brauche mein Froschteam. Viktoria Errei, kommt nach vorne. Hey, die Köpfe nicht hängen lassen. Es hat so großen Spaß mit euch gemacht. Ja, ihr wart so ein cooles Team. Und natürlich bekommt ihr auch von uns einen Pokal. Und zwar bekommen die Frösche heute den Silberpokal. Liebe Tigerenten, für euch habe ich auch was richtig Tolles. Und zwar diese 3 Goldmedaillen. So wie, warte, erst gibt's die. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal richtig viel Krach für die Tigerenten. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt brauche ich den alles entscheidenden Buzzer. Den müssen wir hier ins Bild rollen. Liebe Frösche, mal die Hände auf diesen Buzzer. Dann drehen wir uns alle um und sagen tschüss, Frau Östusenschiller. Tschüss. 3, 2, 1, go. Viktoria, was sagst du dazu? Pech. Pech, ja. Danke fürs Einschalten. Wir sagen danke natürlich an die Rope Skipping Crew in Team. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Diese Tigerenten sind für euch. Bitte schön. Danke, dass ihr da wart, Jungs. So, wir verteilen jetzt hier natürlich noch Medaillen. Und das Wichtigste gibt es auch noch, diesen coolen Goldpokal. Danke fürs Einschalten, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Glückwunsch beim Speed-Duell. Sehr gut gemacht.